Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich mit einer Blinddarmentzündung zum Arzt gehe, dann erwarte ich, dass der Arzt diese Blinddarmentzündung korrigiert. Wenn ich meine Kinder in den Kindergarten schicke, dann erwarte ich von den Erzieherinnen und Erziehern, dass sie meine Kinder ordentlich betreuen. Die Krankenschwester macht ihren Job, der Hausmeister macht mit Verantwortung seinen und ganz viele Menschen machen nach einem langen Berufsleben ehrenamtlich weiter. All diese Bürgerinnen und Bürger verbringen ihre Aufgaben verantwortungsbewusst und tragen damit zum Wohlstand in diesem Land bei. Und die gleichen Bürgerinnen und Bürger können das nur tun, weil sie davon ausgehen, dass wir unseren Job erfüllen. Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben die Aufgabe, Probleme in diesem Land zu erkennen und Probleme zu lösen, anzugehen und zu lösen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, Sie sind in Probleme darstellen ausgesprochen gut. Das haben Sie hinreichend getan. Wenn man Ihnen glaubt, geht morgen die Welt unter. Wo Sie aussteigen, ist dann die Frage der Problemlösung. Und wo Sie auch aussteigen, ist mal anzuerkennen, dass wir viele Probleme der Vergangenheit auch schon gelöst haben. Ich fange an mit der Steuerentlastung der Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr. 5,5 Milliarden Euro haben wir den Bürgerinnen und Bürgern wiedergegeben von Steuern, die sie gezahlt haben, indem wir insbesondere Familien entlastet haben. Kinderfreibetrag, Kindergeld, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist erhöht worden. Den Kinderzuschlag für Geringverdiener haben wir jetzt erst im Juli wieder angehoben. Den Grundfreibetrag erhöht und damit Bürgerinnen und Bürger pro Jahr im nächsten Jahr wieder um 5,5 Milliarden Euro entlastet. Das sind Gelder, die diese Menschen für sich ausgeben können, zum Beispiel auch für Investitionen. Denn nicht nur Investitionen der öffentlichen Hand sind sinnvoll, sondern durchaus auch private Investitionen, die diese Bürgerinnen und Bürger jetzt leichter machen können. Und wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen, denn am Ende dieses Jahres wird der kalte Progressionsbericht und der Existenzminimumbericht der Bundesregierung erneut vorgelegt. Und das ist wieder ein Anlass für uns, über Entlastungen zu diskutieren. Ich bin froh, dass Finanzminister Schäuble hier schon eine Zahl in den Raum gestellt hat. Mit diesen weiteren 2 Milliarden wären wir schon bei 7 Milliarden pro Jahr, sodass wir im nächsten Jahr über 15 Milliarden Euro Entlastung sprechen. Da ist ein Problem erkannt und gelöst. Wir haben im Mittelstand, Gott sei Dank ist die deutsche Wirtschaft sehr mittelständisch aufgestellt, Probleme erkannt. Die Mittelständler haben trotz der guten wirtschaftlichen Situation uns darauf hingewiesen, dass Eigenkapital nach wie vor ein Problem sein kann. Wir haben über den Investitionsabzugsbetrag für Unternehmen Erleichterungen herbeigeführt. Wir haben Verlustverrechnungen in den Unternehmen verbessert. Wir haben auch bei den Unternehmen, die neue innovative Ideen haben, über Wagniskapital und Investitionszuschuss Verbesserungen gemacht. Wir stellen sicher, dass auch die künftigen Generationen, die gute Ideen haben, denn schlaue Köpfe hat Deutschland, dass diese ihre Ideen in Deutschland umsetzen können, indem wir sie bei der Finanzierung unterstützen. Auch da ist ein Problem gewesen. Wir haben es erkannt und gelöst. Und Gott sei Dank geht es weiter im Herbst. Wir werden beim Wagniskapital noch weitere Erleichterungen für die Unternehmen durchsetzen. Die Unternehmen haben uns dann gesagt, ein Problem neben der Steuerhöhe ist auch die Bürokratie. Und im Bereich der Steuerverwaltung sind wir auf einem guten Weg, Besteuerung demnächst vereinfacht zu machen, indem wir nämlich digitale Möglichkeiten einsetzen. Sie können demnächst vom vorausgefüllten Steuerformular über die Abgabe der Steuererklärung, die eingescannten Belege, den Steuerbescheid und den Einspruch und die Einspruchsentscheidung alles per Computer von zu Hause machen. Das erleichtert das Verfahren in den Finanzbehörden und das erleichtert Ihnen, Ihre Pflicht zur Steuer auch zu erfüllen. Auch da sind wir auf dem Weg, Probleme, die an uns herangetragen worden sind, zu lösen. Und für Unternehmen heißt das sehr bald, dass wir eine zeitnahe Betriebsprüfung haben und damit Unternehmen nicht erst Jahre, nachdem sie den Gewinn erwirtschaftet haben, tatsächlich wissen, in welcher Höhe sie Steuern zahlen. In dem Zusammenhang ist das Problem allgemein bekannt und heute auch schon mehrfach angesprochen, dass international Unternehmen versuchen, sich aus ihrer Steuerpflicht zu entfernen. Das Problem BEPS ist angesprochen. Wir haben den automatischen Informationsaustausch. Wir gehen mittlerweile international gegen Steuerhinterziehung vor. Und Frau Kollegin Heiduck, Sie haben eben den Finanzminister kritisiert, weil er in der Bund-Länder-Kommission keine Erfolge erzielt. Aber gerade das, was Sie angesprochen haben, dass der Bund nämlich mehr Kompetenzen in dieser internationalen Steuerhinterziehungsbekämpfung braucht, ist ja nicht gelöst. Und dann wäre doch die folgerichtige Lösung von uns, dass wir als Abgeordnete den Finanzminister unterstützen und die Länder bitten, das werden wir tun, und ich glaube, dass wir da auch gemeinsam auf den richtigen Weg kommen und auch da Probleme lösen. Die Kommunen
haben uns schon einige Jahre angesprochen, dass sie finanzielle Probleme haben. Und nun glaube ich nicht, wie Sie es dargestellt haben, dass jede Schließung eines Schwimmbads auf kommunaler Ebene ein Bundesproblem ist. Aber wir haben erkannt, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen zu gering ist. Und auch dieses Problem sind wir dabei zu lösen. Ich zitiere aus dem Bericht zur aktuellen Finanzlage der Kommunen der Kommunalen Spitzenverbände. Im Jahr 2017 sind nicht zuletzt aufgrund der auf 2,5 Milliarden erhöhten Soforthilfe des Bundes für Kommunen Überschüsse zu erwarten. Für die Jahre 2018 und 2019 sind ebenfalls Überschüsse zu erwarten, wenn es in voller Höhe zu der von der Bundesregierung zugesagten dauerhaften finanziellen Besserstellung der Kommunen kommen wird. Und ja, diese finanzielle Besserstellung wird kommen. Wir haben in den Kommunen nicht nur die Kosten der Grundsicherung übernommen mit 7,1 Milliarden Euro. Wir fördern Sprachkitas, damit auch Kinder aus schwierigeren Verhältnissen in die Schule schon mit ordentlichen Deutschkenntnissen kommen. Wir haben die Eingliederungshilfe auf den Weg gebracht. Wir bezahlen jetzt schon im Vorgriff auf die 5 Milliarden Euro Entlastung jedes Jahr eine Milliarde. Und ich könnte das fortsetzen. Die Kommunen werden gut aufgestellt sein am Ende dieser Legislaturperiode. Und auch hier ist ein Problem erkannt und gelöst. Wohnungsbau. Es ist eben zu Recht darauf hingewiesen worden, dass im Bereich des Wohnungsbaus Probleme bestehen. Noch mehr als Steuerbelastungen leiden Menschen oder unter immer weiter sich erhöhenden Mieten. Das Problem haben wir schon vor Jahren erkannt. Der Bund stellt seit Jahren Milliardenbeträge den Ländern für Wohnungsbau zur Verfügung. Leider verwenden die Länder dieses Geld nicht immer zweckgemäß. Man muss bei Problemlösungen auch gucken, wo die Schuld liegt. Und wir haben dieses Geld, Herr Kindler, Sie haben es gefordert. Leider haben Sie in den Haushalt gar nicht reingeguckt, sonst wüssten wir, dass wir genau diese Verdoppelung gemacht haben. Wir haben 2,5 Milliarden zusätzlich für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommt ein kleiner Wermutstropfen an den Koalitionspartner. Offensichtlich komme ich mit dem Haushälter Johannes Kahrs inhaltlich noch besser zusammen als mit dem Finanzpolitiker Lothar Binding. Denn wir hätten uns auch vorstellen können, den privaten Häuslebauer zu unterstützen mit einer steuerlichen Förderung, um selber Wohnungen zu schaffen. Die Familie, die in ein selbstgebautes Haus zieht, macht natürlich auf der anderen Seite eine Mietwohnung frei. Wir hätten uns vorstellen können, weitere 2 Milliarden Euro in den Wohnungsbau zu investieren. Aber zur Politik und Kompromissen gehört dazu, dass man sich auch mal nicht einigt. Wir haben eine weitere Legislaturperiode, wo wir das mit Sicherheit wieder auf die Tagesordnung nehmen werden. Auch das Thema Wohnungsbau ist von uns als Problem erkannt und wird massiv aus Bundesmitteln angegangen. Nun weiß ich, dass es andere Sorgen gibt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, von Lösungen habe ich nichts gehört. Ganz im Gegenteil, Sie wollen der künftigen Generation ein zusätzliches Problem aufdrücken. Und da ist sehr gut, dass viele junge Leute hier sitzen. Indem Sie nämlich zusätzliche Milliarden fordern für alle möglichen Projekte, erschweren Sie der künftigen Generation durch mangelnden Spielraum im Haushalt, ihre Probleme zu lösen. Auch diese Generation wird Herausforderungen zu lösen haben, und dafür brauchen Sie finanziellen Spielraum. Und das ist der Grund, warum dieser Haushalt mit einer schwarzen Null ein guter Haushalt ist, weil er auch künftige Herausforderungen möglich macht zu lösen. Und das wollen wir für junge Generationen. Und da sind Steuerentlastungen ein Teil, aber noch wichtiger ist, dass wir den künftigen jungen Menschen nicht zusätzliche Probleme aufbürden, indem wir ihren finanziellen Spielraum begrenzen. Dieser Haushalt ist ein guter Haushalt. Er löst viele Probleme, er geht viele Probleme an. Und das, was dann noch übrig bleibt, sollten wir gemeinsam in den nächsten Wochen beraten. Ich kann nur auffordern, mitmachen statt mies machen. Das haben Sie heute jedenfalls nicht gezeigt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollegin Tillmann. Letzter Redner in dieser Debatte, Carsten Körber für die CDU-CSU-Fraktion.